Und damit hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei Overwatch, der neue Ego-Shooter-Knaller aus dem Hause Blizzard. Ja, lang ist es her, dass wir da erstmals was von gehört haben. Ich glaube, das war letztes Jahr auf der BlizzCon. Und ja, inzwischen hat das Spiel tatsächlich Fortschritte gemacht. Und zum Testen der Serverstabilität hat Blizzard jetzt am Wochenende ein Stresstest mehr oder weniger durchgeführt, und ich bin einer der Glücklichen, der dazu eingeladen wurde. Und ich dachte mir, Mensch, da mache ich doch mal glatt ein Video oder auch ein paar mehr. Schauen wir mal. Ich habe es leider erst heute, also am Sonntag, mitbekommen, dass ich da diese E-Mail bekommen habe, und jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten. Und deswegen schnacke ich auch nicht lange rum. Ich starte einfach mal das Tutorial und dann schauen wir doch mal, was uns da jetzt hier erwartet. Guten Tag, Soldier 76. Ich bin Athena. Ich werde Sie durch das Kampftrainingsprogramm führen. Sehen Sie sich zunächst den Truppentransporter über Ihnen an. Vielen Dank. Die nächste Stufe des Programms erfordert etwas Unterstützung. Tracer, wären Sie so freundlich? Hiya, Tracer hier. Verwenden Sie jetzt Ihre Steuerung, um ihr zu folgen. Hier drüben! Ausgezeichnet. Finden Sie Tracer erneut. Hier bin ich! Wiederholen Sie es noch einmal, dann können wir fortfahren. Hier oben! Konzentrieren wir uns nun auf die Bewegungssteuerung in Overwatch. Sie können sich vor- und rückwärts bewegen, ohne Ihren Blickwinkel zu ändern. Auch Bewegungen nach rechts und links sind möglich. Ausgezeichnet. Fahren wir fort. Folgen Sie Tracer auf Ihrem Weg durch den Hangar. Folgen Sie weiter Tracer. Tracer bewegt sich wieder. Sie verstehen, worum es geht. Ausgezeichnet. Bewegen Sie sich zu der markierten Stelle im Zielbereich. Beginnen wir mit dem Waffentraining. Ich lade zunächst einige Anzeigen in Ihr Interface hoch. Am linken unteren Rand finden Sie Ihr Porträt, Soldier 76. Ihre Trefferpunkte sehen Sie rechts neben Ihrem Porträt. Fallen Ihre Trefferpunkte auf Null, sterben Sie. Versuchen Sie, dies möglichst zu vermeiden. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Ich habe für Sie in dem Bereich ein Ziel markiert. Richten Sie das Fahrzeug in der Mitte Ihres Bildschirms genau auf das Ziel aus und feuern Sie. Ausgezeichnet. Sie können Ihrem Ziel im Nahkampf auch einen Schlag mit dem Gewehr folgen. Nicht alle Ziele werden so leicht zu treffen sein wie dieses. Ich habe einige mobile Trainingsbots angefordert. Zerstören Sie sie. Die rote Umrandung der Bots ist ein Arm, der zu heilig sind. Ihr Umgang mit der Waffe. Sobald Gegner Schaden erleiden, werden Ihre Trefferpunkte eingesetzt. Die meisten Waffen verfügen nur über begrenzte Munition und müssen nachgeladen werden. Noch ein verbleibender Bot. Ihr aktueller Waffenstatus wird am unteren rechten Bildschirmrand angezeigt. Ausgezeichnet. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Die nächste Trainingsphase befasst sich mit Ihren Fähigkeiten. Ihre erste Fähigkeit ist Sprint. Aktivieren Sie Sprint während des Laufens, um sich noch schneller zu bewegen. Ausgezeichnet. Ihre nächste Fähigkeit ist biotisches. Zu Demonstrationszwecken muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Das könnte etwas zwicken. Bauen Sie nun zu Ihren Füßen ein biotisches Feld auf. Innerhalb des Kreisradius werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Diese Abklingzeit wird über dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ich sehe, Sie sind bereit. Fahren wir mit Ihrer nächsten Fähigkeit fort. Helix-Raketen. Diese Fähigkeit feuert eine Raketensalve in Zielrichtung ab. Die Raketen explodieren bei Kontakt.
Ich habe einige Übungsattrappen für Sie bereitgestellt. Treffen Sie die Ziele mit Ihren Helix-Raketen, um mit dem Training fortzufahren. Beachten Sie den Schaden, der Zielen im Einschlagsradius zugefügt wurde. Wenden wir uns nun Ihrer ultimativen Fähigkeit zu. Taktisches Visier. Ultimative Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels stark beeinflussen. Eine ultimative Fähigkeit muss vor ihrem Einsatz vollständig aufgeladen werden. Der aktuelle Ladestand wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Ultimative Fähigkeiten werden durch verursachten und erlittenen. Ich stelle einige Ziele für Sie bereit. Ihre ultimative Fähigkeit ist 70% aufgeladen. Ihre ultimative Fähigkeit ist fast vollständig aufgeladen. Ihr taktisches Visier ist aufgeladen. Aktivieren Sie es und feuern Sie in Richtung Gegner. Aktivieren Sie Ihr taktisches Visier und eröffnen Sie das Spiel. Alle Ziele zerstört. Gute Arbeit, Soldier 76. Für die letzte Phase des Trainingsprogramms müssen Sie einen Zielpunkt einnehmen. Ihr aktuelles Ziel wird mit einer Richtungsmarkierung im Interface hervorgehoben. Gehen Sie. Kontrollpunkte sind durch eine gut sichtbare Umrandung am Boden, als während Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn nach und nach. Der derzeitige Zielfortschritt wird Ihnen angezeigt. Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme ebenfalls unterbrochen. Der Zielpunkt wurde eingenommen. Hervorragend. Aufgrund sich ändernder Kampfbedingungen kann es sinnvoll sein, den Helden zu wechseln. Öffnen Sie die Heldenauswahl für einen Überblick. Versuchen wir unser Glück mit Tracer. Haben Sie einen Helden gewählt, können Sie sich dessen Details ansehen. Bestätigen Sie nun Ihre Wahl. Hervorragend. Sie haben Ihr Basiskampftraining abgeschlossen. Ja, so viel zum Tutorial. Nun sind wir natürlich bestens vorbereitet, um hier mit diversen Helden in den Kampf zu ziehen. Und ja, das werden wir jetzt natürlich auch tun im nächsten Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Overwatch hier bei VT Gaming.